Barlene Yored. So. Frank Event, Fina Iffel-Imd. Fina Iffel-Imd. Alter, wie sie sich die ganze Zeit beleidigen. Ich weiß gar nicht warum. Smenschi, Benata. Nusch Widaba. Abscheuliche Konfrontation. Warum? Nibs! Nibs! Hör mal, meine Shorts! Hat keine Herzchen drauf! Ich bin ein männlicher Mann. Ich habe MC Hammerpants. Brogi. Und du leckst dich wie eine Katze. Ich hab's genau gesehen. So richtig schlabberig. Leck, 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 leck. Die ganze Nacht. Das ist voll widerlich. Steck dir lieber einen Daumen rein. Also zum Nuckeln. Ein Daumen. Den beiß ich dir gleich ab. Mit deiner großen Klappe. Abbeißen. Brutale Kannibalenschwester. Mutti, ja, abbeißen gesagt. Abbeißen. Macht nicht. Wütend, Mutter. Wütend. Wütend. Oh, wütend bist du. Ja, wütend. Wütend. Bin sehr wütend. 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 Irgendwie fehlt eine weitere Sprechblase. Ich bin so wütend. Wütend. Mutter, ich bin wütend. Ich glaube, er ist wütend. Wütend, 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 verstehst du, Mutter? Nee. Du bist also wütend. Ja, wütend. Wie ein Atom bei der Spaltung. Ja, so wütend bin ich in etwa. Und jetzt bin ich selbstsicher. Denn ich bin ein Atom, das man spalten kann. Ich bin ein Spalter, verstehst du? Deine Mutter versteht alles. Ja, aber ein Atom, das kann man auch spalten und... Ja, ja, deine Mutter kann man auch spalten, aber der Kunibert ist ja nicht da. Ja? Was würde er da machen? Achso, Errungenschaft fängt gerade erst an. Spiele 5 Stunden die Sims 4. Was ist denn hier los? Hast du noch ein Käse-Sandwich? Nee, seit der Scheidung mache ich sowas nicht mehr. Ich habe nur noch das alte Glücks-Sandwich. Unter den Brüsten habe ich das geklemmt. Gleich beim Laserdisc-Abspielgerät. Komm, setz dich doch mal zu uns, Töchterlein. Ja, natürlich, ich setze mich. Also, möchte jemand von euch Süßen ein paar Cupcakes haben, hm? Die Mutti macht das schon. Ja. Nee, Cupcakes sind mir zuwider. Oh ja, da geht der Feine her. Also, Tremont möchte ein paar Cupcakes. Ich liebe Cupcakes. Mit Salz der Tränen. Statt Zucker. Und hinterher hören wir noch ein Hörspiel auf deinem Laserdisc-Abspielgerät. Mutter, hast du eins? Ja, natürlich. Ich erzähle eine gute Nachtgeschichte von TKKG. Da habe ich noch die alten Kassetten. Ja, die sind ja heute Sammlerwert. Die kann man bei eBay verticken. Für viel Kohle, Mutti. Viel, viel Kohle. 200 Simoleons. 200 Simoleons? Da gehe ich zum Gesichtschirurgen. Da lassen wir endlich volle, wollüstige Lippen machen. Ja? Lass dir mal lieber dein Döschen richten. Ja, diese... Apropos Döschen, wir hatten ja noch gar nicht das Techtelmechtel-Gespräch. Hm? Hast du vielleicht mal irgendwann Interesse daran, einen jungen Mann kennenzulernen? Was? Nein! Ich bin lesbisch! Die Mutter war empört. Was für eine Mutter? Oder ich könnte mich auch mit einem Staubsauger vermählen. Ein Roventa-Gerät wäre super. Meine Tochter, mit einem Roventa-Gerät. So weit kommt es ja noch. Dein Bruder wollte als Roventa wiedergeboren werden, weißt du? Ja, ich weiß. Aber der hat erst eine faule Banane. Banane! Ich hab Banane gesagt. Smenschi, Banata. Ja, mit der Banane kann man rumspielen. Also, mit USB 3. Was weiß ich. Jetzt sitzt sie hier wieder alleine. Was ist denn jetzt los? Die gehen immer. Tja. Mach mal ihn jetzt. Ich reibe mir noch mal ein bisschen die Schenkel. Guck noch mal nach vorne. Geh wieder nach hinten. Und jetzt, jetzt gehe ich auch.
Frikadella, ich weiß doch genau, was du machst. Alter, das ist doch nicht wahr. Die hat doch gerade gegessen. So, hier, lecker. Njam, 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 njam. Ein Seitenbacher M&M-Müsli. Haltbar bis 2011. Ja. Oh, das ist ja noch was. Oh, ja. Oh. 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 Und auch sowas im Zahn. Oh, lecker. So, jetzt aber. Tschüss. Aha. Ja, Frikadella hat Essen im Mülleimer gefunden. Ich will gar nicht wissen, da liegt es auch schon wieder rum. Die Kinder schlafen, jeder in seinem eigenen Bett, das finde ich schon mal gut. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel sich das richtig merkt, eigentlich. So, Teile plündern, danach können wir aufräumen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit Frikadella? Ein bisschen Energie hat es ja noch, Hygiene auch noch. Aufräumen. Ja, eigentlich wollte ich mit Frikadella ja noch ein bisschen rumlaufen. Tuning-Teile für die Küche, sehr gut. Hygiene müssten wir auf jeden Fall da mal ein bisschen verwenden. Was kann man denn da eigentlich verbessern? Überragende Spülung, Bidet hinzufügen. Oh. So, pass auf, hier ein Champion pieseln. Danach gehen wir nochmal eine erfrischende Dusche. La 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 la. Die Mutti, die ist da. Jibs. Natürlich stehen lassen. Was auch sonst, die alte Suppe einfach im Klo stehen lassen. Ich bin froh, dass das dann nicht gelb ist. Hakuna Matata. Ich esse gern Salata. Wenn dabei 5 Kilo Steak mit bei ist. So, Frikadella ist ja gleich energiegeladen. Und weißt du was? Es ist ja erst 23.40 Uhr. Wann muss sie eigentlich morgen zur Arbeit? 18 bis 2 Uhr. Alles klar. Natürlich ist die Dusche wieder kaputt. Es ist doch unfassbar. Es ist doch einfach unfassbar. Wir kommen hier niemals raus. Wir werden hier niemals rauskommen. Dieses Haus ist einfach ein Hexenkessel. Huch. Kaum sage ich das, das scrollt aber das Spiel automatisch zur Hausmitte. Komisch. So, hier nochmal, da nochmal. Kann man hier noch ein bisschen was verbessern? Selbstreinigend, aber heile machen kann man das nicht, ne? Nein, nicht verwenden. Egal, Bidet hinzufügen. Ein Bidet sei hygienischer. Überragende Spülung. Verstopft nicht mehr so oft. Komm. Natürlich, während da drin die Suppe steht. Sag mir nicht, du musst pissen. Ganz schlechter Zeitpunkt, Fridolin. Ganz schlechter Zeitpunkt. Um 0:25 Uhr. Das gibt's doch nicht. Er pisst sich fast ein und macht erstmal ein Foto von seinem nicht vorhandenen Mucki. Man glaubt es gar nicht. Ja, komm. Das haben wir ja gleich. Lalalalalala. Hä, wieso geht er denn jetzt duschen? Hä? Wieso? Ich verstehe das nicht ganz. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch einfach verarschen, ey. Das ist so zum Kotzen, dass die Sachen hier ständig kaputt sind. Also wirklich ständig. Wie viel war das? 70% oder was das war? 69%, glaube ich. Zu 69% gehen die Sachen hier immer kaputt. Das gibt's doch gar nicht. Ich wollte ja die Mod installieren, habe ich natürlich noch nicht gemacht. Und Fridolin pisst sich ein in der Zeit, oder was? Zum Glück ist Frikadella schnell.
Kann sie nochmal ganz schnell wie verrückt aufwischen. Ich hoffe, das wird sie nicht gleich zweimal machen müssen, wenn der Fridolin hier durch ist. Nee, 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 nee. Komm, Fridolin. Fridolin. Da hat er fast einen Querbalken in der Hose und setzt sich hin und spielt erstmal eine Runde. Klaro. So, na also. Und jetzt ist er auf dem Klo verspielt. Das ist doch großartig. Die arme Frikadella hat 3 Tage frei gehabt, ist zu nichts gekommen. Und gegessen wird jetzt auch nicht. Das tut mir leid. Es wird nicht gegessen. Frikadella, stell das wieder hin. So, verbessern. Überragende Spülung weiter verbessern. So, Fridolin geht schlafen. Und hier ist noch warm. Da ist noch richtig Reste warm vom Fridolin. Aber egal, da wird jetzt erstmal schön geklempnert. So, lalalalala. Energie geladen, die Arme. Na, dann verbessern wir mal den Haushalt, damit hier nicht alles um die Ohren fliegt. Was willst du machen? Hinterher kaufen wir ein neues Klo und das ist alles eh für den Arsch. Toiletten-Upgrade ist abgeschlossen. Jetzt können wir noch ein Bidet. Selbstreinigung. Nie mehr Toilette putzen. Was willst du machen? Vielleicht spart uns das in der Zukunft ja mehr Zeit, aber leider gehen die Geräte ja trotzdem noch kaputt. Das ist ja das Blöde daran. Die brauchen wir zwar nicht mehr zu reinigen, das spart uns ein bisschen Zeit, aber die gehen trotzdem noch kaputt. Weißt du was, wir verbringen den letzten Tag, wo wir Zeit haben, damit die Sachen hier zu reparieren oder aufzuwerten. Das Ding können wir leider nicht aufwerten, den Fernseher können wir auch nicht aufwerten. Schade, dass man da nicht mehr Sender reinkriegt oder sowas durch die Aufwertung. Da kann man eigentlich noch viel einbauen. Ich weiß gar nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Es gibt auch ohne Ende Möglichkeiten. Und wenn man schon so viele Tuning-Teile kriegt, warum bleiben die Geräte dann immer kaputt? Warum bleiben die bei der 67% Chance, dass die explodieren oder sonst irgendwas? Das ist doch blöd. So, Verbesserung ist fertig. Oh, ein Teil für Sanitäranlagen fehlt uns da. Verbessern. Automatischer Seifenspender. Verbessern können wir auch nicht, weil wir die Sanitärsachen nicht haben. Okay, Frikadella geht schlafen. Dann lassen wir sie einfach mal. Das war, naja, beruflich ein erfolgreicher Tag für sie, weil sie das Mixen gelernt hat, aber ansonsten wollte sie ja die Tage eigentlich Steine sammeln, kam aber leider zu nix, wie das bei Müttern leider oft so ist. So, du kannst ja mal den Teller von... kannst du mal aufräumen dann. So, 2 sind noch übrig, Gott sei Dank. Da können die Kinder wenigstens noch was essen. So, sehr hübsch, aber sehr traurig. Naja, was willst du machen? Fridolin hat natürlich auch Hunger. Macht aber erstmal ein Selfie oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. So, öffnen und ein Gericht nehmen. So, komisch, dass sie jetzt gar nicht in die Mikrowelle packen müssen. Wundert mich ein bisschen. Guten Morgen, Bruderherz. Oder soll ich sagen, schlechten Morgen? Ich habe sehr schlecht geschlafen. Ja? Was erzählst du nur für einen Müll? Alter! Jetzt pack mal aus, was hast du geträumt? Ach, es war so furchtbar. Dämonen aus der Hölle kamen und rissen meinen Kopf auseinander. Und dann... Dann sang der Dämon auf so eine schiefe Art und Weise, dass mir der Kopf fast explodierte. Ja, aber ich dachte, dein Kopf wäre in Scheiben geschnitten. Oder auseinandergerissen, oder was du gerade erzählt hast. Ja, aber der Kuss der finsteren Hölle hat mich auferleben lassen. Kuss. Niemand küsst mich. Nicht einmal die Hölle. Ja, ja, das Küssen. Ich bin ein Profiküsser. Woher weißt du denn, wie man küsst?
eigentlich? Hm? Sag mal. Das liegt daran, dass ich mir bei Amazon mein Buch bestellt habe, wo alles drinsteht. Verstehst du? Mit Lippendruck und alles. Bis zu Tode küssen, sozusagen. Der Kuss ins Grab. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Chobaba? Ins Grab. Ich liebe Küsse bis ins Grab. Leichen schänden ist mein Liebstes. So, ich muss dann aber mal. Okay, was muss er denn mal? Blase und Spaß. Blase und Spaß. Der große Blasespaß. Fridolin muss Pippi. Schick ihn auf die Toilette. So, sie muss übrigens auch Blase. Entleeren. Vielleicht fehlt da einfach manchmal ein Wort. Oberschule besuchen. Heimkehren. Ja, natürlich. Sie wird ja nicht schwänzen. Sie soll nur mal kurz aufs Tü. So, Fridolin geht. Und sie pinkelt nochmal schnell, nimmt nochmal schnell eine erfrischende Dusche. Inspiration oder ich mach mal Energie. So, la 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 la. Ah, Samuel L. Jackson ist auch da, natürlich. Oder natürlich Morgan Freeman. Ohne Morgan Freeman ist das hier ja kein Video. Darf man ja nicht vergessen. So, Tränenmond muss eigentlich zur Schule, duscht aber natürlich erstmal ganz erfrischend. Das geht jetzt aber auch schneller, glaube ich, durch diese Dampfdüsen. Ich glaube, das Duschen geht echt schneller. Was super ist, weil es Zeit spart. Und wir müssen mit allem, was wir machen, müssen wir irgendwie Zeit sparen, habe ich das Gefühl. So. So. Ja, du bist doch fertig. Komm, raus aus der Dusche. Bist sauber genug, Frau. So, jetzt hier in die Oberschule. Komm. Und eigentlich müsste sie jetzt auch wieder laufen. Aber das Laufen gibt es hier gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. Und weg. So, dann ist nur noch Frikadella übrig und mit der müssen wir dringend gucken, dass die heute happy bleibt. Tantiemen, 5 Simoleons. Ich freue mich sehr. Ich weiß gar nicht, wie kann man die Bücher nochmal verlegen, verdammt. So, erstmal hier den alten Rotz raus. Verdorbenes Essen aussortieren und anschließend kochen wir mal ein Gourmet. Mittagessen servieren. Chili, Chili, Chili. Fischtacos können wir mal wieder machen. Oder nee, leckeres Chili. Warum ist das Chili eigentlich so teuer? Das Chili ist teurer als die Fischtacos? Never ever. Chili ist super günstig, das weiß ich zufällig. Weil man damit sehr viel Geld spart, kann man das auch essen, wenn man nicht so viel Geld hat. Mais, Bohnen, Hackfleisch und Tomatensauce. Die man natürlich auch selber machen kann, was günstiger ist. Alter, was macht die denn da? Ja. Selbstsicher, Alter, wie bereitet die denn Chili zu? Warum ist Fridolin... Okay, fleißig lernen. Tränenmond. Fleißig lernen. Alter, wow, Frikadella, was geht denn da ab? Ich glaube, Frikadella macht langsam ernst. Die wird später nicht irgendwie Gourmet, die wird Ninja. Und die muss natürlich auch alles drehen und schwenken. Die kann gar nicht normal... Guck mal, die kann gar nicht mehr normal kochen. Das ist ja unfassbar. Schluppi, schlupp, schlapp, die schlapp. Pappi, papp. Sack. Schwipp, schwapp. So, hier nochmal ein bisschen Rührelle. Klöpferle, Drehalle. Und fertig ist er, Chili. So wird's gemacht. Sieht gar nicht aus wie Chili. Okay, ich sag nichts. Der Herd ist sehr schmutzig. Ist das nicht putzig? So, lecker, lecker, so lecker, lecker. Und danach wird natürlich nochmal ganz kurz verbessern, wäre interessant. Beschichtetes Gehäuse. Mhm. Danach säubern wir das mal. Danach
gehen wir auf den Pott und danach duschen wir mal erfrischend. Oder nee, nachdenklich, um inspiriert zu sein. Du weißt schon. Inspiriert soll man sein.